Hallo und seid herzlich willkommen. Alle Mitglieder, alle Abonnenten und Community. Heute geht es weiter, ganz genau an den Transformers. Die Verkleidung muss ja noch ein bisschen weiter bearbeitet werden, so dass sie dann wieder mal irgendwann aufgesetzt werden kann. Und diesen Weg gehen wir heute gemeinsam. Seid herzlich willkommen. Diese Schraube hier hatte ja nicht gezogen. Das war ja, Moment, diese Schraube hier. Ne? Und ich habe mir jetzt mal eine andere rausgesucht, aber ich glaube, die ist auch nicht viel dicker. Minimal dicker ist sie, glaube ich, schon. Aber ich müsste sie auf jeden Fall kürzen. Weil mit dieser Länge kann ich sie da nicht reinschrauben. Dann kriege ich nämlich nicht gegenüber die Schraube vielleicht rein. Ich könnte sie jetzt natürlich auch zum Beispiel mit dem Seitenschneider oder einer Zange kürzen. Das möchte ich aber nicht, weil da gibt es immer so eine Quetschkante. Und das möchte ich natürlich umgehen. Was ich jetzt mache, ich nehme eine Eisensäge, spanne sie hier in den Schraubstock, gucke, wie viel brauche ich da ungefähr und setze somit meine Säge an. Sagt es denn? Und ich habe eine saubere oder einen sauberen Anfang. Ne? Ein Anfangsgewinde ist ja schon jetzt drin, ne? Und so kann ich diese Schraube dort eben auch gleich einbringen. Ich denke mal, die andere Seite ist fester, alleine schon, weil da vielleicht mehr der Sekundenkleber gegriffen hat. Hier nehme ich jetzt, Moment, ich brauche mal ein Tuch. Hier nehme ich jetzt etwas Schraubensicherung. Ne? Na nun, das läuft aber schon freiwillig. Ich habe es gerade geschüttelt, aber hier scheint gerade so viel Druck drauf zu sein, dass sich das ganz alleine rausdrückt. Jetzt nochmal. Gut, hier drücke ich jetzt einfach ein bisschen Schraubensicherung rein. Das kann ja nicht schaden. Okay, eben kam noch was, jetzt nicht mehr. Ja, das lasse ich so ein bisschen reinlaufen. Dann hat die Schraube wenigstens etwas besseren Halt. Und hier ist jetzt meine abgesägte Schraube. Ich hoffe, dass ich sie jetzt so reinbekomme. Ich glaube, ich nehme meinen Schraubendreher dazu. Da ist er. Dann habe ich oder kann ich mir auch besser die Mitte suchen und hinten gegenhalten. Und ich hätte es mir eben leichter vorgestellt. Jetzt greift sie. So wie es sein soll. Und die Schraubensicherung, die sichert das Ganze dann nochmal. Ne? Ich glaube, da brauche ich keine Angst haben. Oh ja, ja, die zieht mal richtig gut. Ich hoffe, ich kriege sie dann auch wieder weg. Das heißt, ne, hier kommt der Spachtel drüber. Gut, das hat schon mal funktioniert. Das ist jetzt die andere Seite. Ich dachte mir, ich kontrolliere das mal und schaut mal. Da kann ich auf jeden Fall auch was reintun. Aber sie saß ganz gut auf jeden Fall. Ich werde jetzt aber hier auch ebenfalls Schraubensicherung reinlaufen lassen. Und dann setze ich die Schraube eben nochmal neu an. Ne? Wie ich schon sagte, das kann ja auf jeden Fall nicht schaden. So, das sollte aber schon reichen. Ein bisschen reinlaufen lassen. Reinlaufen. Ja, und ansetzen.
Man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Ne? Das ist immer noch das Einfachste. Hinten halte ich wieder ein bisschen gegen und ja, also doch, die ist super, super gut fest. Den Überfluss nehme ich hier gleich runter. Leicht anschleifen muss ich das Ganze so oder so. Da komme ich nicht drum rum. Aber ich kann mir gewiss sein, dass diese Halter zumindest jetzt erstmal halten. Das nächste, ja, da überlege ich mal kurz. Diesen Halter hatte ich ja auch angeklebt. Der würde höchstwahrscheinlich ruckzuck abreißen. Deshalb, ich möchte mal was anderes versuchen, indem ich ja hier zwei Komponentenkleber mit dran mache. Zumindest möchte ich es mal versuchen. Ich überlege gerade, ob ich hier ein bisschen anrauen muss. Sauber machen muss ich das hier auf jeden Fall ein bisschen. Ich würde ganz gerne mal diesen Komponentenkleber ausprobieren, ob ich hier so ein bisschen Halt irgendwie reinbekäme. Ja, ich wüsste mir sonst gerade keine andere Lösung. Hier habe ich meinen zwei Komponentenkleber. Ich schütte das mal alles hier hin. Ich hoffe, ich kriege den Deckel wieder ab, weil die Deckel werden schon oder sind meistens recht fest. Aber hier ist auch nicht mehr ganz so viel drin, nur ich brauche ja auch nicht ganz so viel. Weil ich möchte das einfach nur so ein bisschen verstärken, sage ich mal. Ich hoffe, das gelingt mir. Das hier ist der Härter. Wenn das nicht mehr reichen sollte, ich hätte da noch ein bisschen Härter oder überhaupt ein ganz neues Paket dafür, ne? Oder davon, aber eine andere Sorte. Gut, hier gebe ich ebenfalls genauso viel drauf und vermische das Ganze. So macht dieser Zwei-Komponenten-Kleber immer einen ganz guten Eindruck. Man kann ihn auch gut bearbeiten. Jetzt ist natürlich gerade, es ist kalt. Da lässt es sich natürlich auch ein bisschen schlechter vermischen, aber es gelingt natürlich, trotz allem. Und ich finde es sogar gerade gut, wenn das ein bisschen fester ist. So kann ich nämlich gezielter das Ganze auftragen. Jetzt versuche ich euch mal in die Richtung zu bringen. Ich habe euch wenigstens so ein bisschen in die Richtung gebracht und versuche jetzt, soll ja auch einigermaßen aussehen. Zur Not hole ich mir dann einen Handschuh, wo ich dann eben das Ganze so ein bisschen verstreichen könnte. Ne? Jetzt bringe ich mal unten was auf, weil ich muss ja in dieser Rundung auch ein bisschen Halt mit reinbringen. Und wenn man das nicht ausprobiert, dann weiß man auch nicht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ich bleibe auf jeden Fall entspannt dabei und mache das ganz in Ruhe. Nicht so Hals über Kopf. Und vor allem immer schön ruhig bleiben. Normalerweise zieht sich das richtig schön fest, so wie ich das kenne, ne? Oder so wie ich das weiß. Bis jetzt hatte ich immer ja, Glück gehabt damit, deshalb bringen wir das einfach hier mal so an. Versuche ich noch mal hier in die Ecke reinzukommen, also dahinter, zwischen dem Plastik. Da trage ich das jetzt mal
vorne auf die Spitze auf, dass ich hier ebenfalls auch eine Verstärkung mit reinbringe. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Es muss natürlich auch trocknen. Ich versuche jetzt noch mal den Rest hier ein bisschen runter zu bekommen. Ja, viel ist es nicht mehr. Und versuche mal hier noch mal was drauf zu bringen. Ja, ich glaube, das reicht. Jetzt nehme ich die saubere Seite noch mal von den Spachtel. Ja. Ich hoffe, es reicht aus, dass das dann auch funktioniert. Ich habe mal ein bisschen Licht dahin gebracht. Und zwar, so sieht es jetzt aus. Ich würde aber gerne das ein bisschen anziehen lassen und bevor es richtig fest wird, würde ich gerne obendrauf noch mal was draufsetzen. Das heißt, dieses Dreieck, was da oben ist, da möchte ich das so ganz leicht drauf schmieren. Das würdet ihr dann sehen. Und unten genauso. Ich hoffe natürlich, dass das auch ein bisschen Stabilität reinbringt. Kommen wir zu dem Blinkerhalter. Dieses hier. Das könnt ihr jetzt auch ab. Und wie schon gehabt, wie es vorher war und jetzt ist, werde ich das Ganze hier reinigen. Ich halte mal den Halter hier an. Ja, so. Diesen kann ich von hinten, oder ich könnte ihn verschrauben, aber hier ist genau die Wulst. Und die Wulst, das würde man sehen, wenn ich da von außen irgendwie spachteln würde, irgendwas machen würde. Deshalb werde ich den auch erstmal mit Sekundenkleber anbringen. Aber ich muss das Ganze vorher reinigen. Das trage ich jetzt hier wieder auf. Und mal schauen, wie es so klappt. Okay, da ist vorne schon die Spitze, das hat sich schon ein bisschen verhärtet hier. Gut, schauen wir mal. Ich hoffe, hier ist noch genug drin, dass ich den hier ebenfalls dann auch fest bekomme. Ja, hier kommt schon Gel. Das Gute ist, es ist Gel, ne? Aber das wisst ihr ja mittlerweile jetzt schon. Gut, ein bisschen was auftragen hier. Auch diese Zacken, ne, die das Ganze ein bisschen stabilisieren. Und das sollte schon reichen. Somit setze ich den jetzt erstmal an. Wie ich aber schon erwähnt hatte, das wird so nicht lange halten. Aber, naja, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Ansetzen und festhalten. Jetzt kommt Luft dran. Jetzt sollte sich das Ganze auch recht gut verbinden. Und somit dann auch Stück für Stück auch halten. Ich puste mal ein bisschen, um das Ganze zu beschleunigen. Gucke mal. Ja, mehr kann ich nicht machen. Das sitzt, glaube ich. Ja, das sitzt. Aber muss natürlich noch trocknen. Jetzt würde der letzte Halter dran kommen. Also ihr seht, das ist echt, echt extrem. Ne? Das wäre dieser hier. Der müsste jetzt ebenfalls auch hier dran. Was ich da mache, hier kann ich Gott sei Dank wieder ein Loch durchbohren und eine kurze Schraube reinsetzen. Ne? Hier. Aber hier ist auch gleich noch der Riss. Und ja,
Das ist schon eine lustige Sache. Ich habe wieder einen kleinen Bohrer hier drin. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier auch wieder mittig komme. Ich schräge hier mal ein bisschen an. Aber ja, Stufe 2 habe ich. Gut, ich setze ihn jetzt hier nochmal an. Das sieht gut aus mit der Mitte. Okay, das war noch nicht weit genug. Jetzt aber. Ups, das sieht sehr gut aus. Okay, noch ein bisschen versenken. Hier bin ich jetzt rausgekommen und hier kann ich auch ganz gut versenken. Ja, es wird natürlich wieder warm. Ja, ein ganz klein bisschen würde ich das noch tiefer setzen. Das sollte reichen. Ich denke mal, das ist okay. Solange es warm ist, kann ich das hier noch ein bisschen rauspulen. Das sieht sehr gut aus. Prima. Tja, versuchen wir dieses Teil mal gegenzusetzen. Aber dafür brauche ich eine kurze Schraube. Und jetzt muss ich erstmal sehen, wie das hier überhaupt sitzen würde. Tja, irgendwie kriege ich das schon hin. Ich würde ganz gerne diese Schraube jetzt wieder benutzen, ne? Wieder so eine kurze, aber ich muss sie auch kürzen, weil sie würde zu weit reingehen. Und wie gesagt, hier ist ja das Gegenloch, wo die Verkleidung mit befestigt wird. Deshalb, diese muss ich jetzt auch ein Stückchen absägen. Abgesägte Schraube. Sieht man die? Ja. Und Kreuzschlitz, Sekundenkleber. Gereinigt habe ich hier alles. Und ja, jetzt das gleiche Spiel nochmal. Ja, hier ist ein gutes Stück weggebrochen. Muss ich wirklich so sagen. Hier bringe ich auch noch mal was drauf. Das sollte reichen. Schließen. Und ich glaube, ich versuche es wohl gleich zu verschrauben. Mal schauen, ob es mir dann auch gelingt. Wäre natürlich super. Position suchen. Ansetzen. Ich versuche jetzt mal die Schraube anzusetzen. Ich hoffe, dass das hier auch irgendwie gleich klappt. Ah, das wird schwieriger. Gut festhalten. Und ja, das klappt und ist auch richtig schön fest, obwohl das ist ein ganz klein bisschen versetzt, würde ich mal sagen. Ich versuche sie noch mal zu lösen und wenn nicht, dann muss ich das eben noch mal anders ausprobieren. Das gefällt mir gerade nicht. Das gefällt mir gerade nicht so richtig. Ich nehme die Schraube noch mal raus. Und weil das hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen. Ich drücke es noch mal kurz hier an. Das sah mir ein bisschen versetzt aus. Okay, noch mal.
erstmal, wenn ein Punkt hält, ich versuche jetzt nämlich mal was. Es darf sich nur nicht verziehen, ne? Also das darf jetzt nicht passieren. Ah, okay, es hat sich wieder gelockert, es ist noch zu locker, aber das spielt keine Rolle. Das bekommt man dann auf jeden Fall schon noch hin. Es braucht eben ein bisschen Zeit, ne? Ich habe ja nun auch das Ganze mit dem Gel gut versorgt, ne? Dann braucht das eben auch eine gewisse Zeit. Na, ich glaube, ich bringe mir doch noch mal Gel auf. Da ist ein recht großer oder eine kleine Lücke. Ich sag's mal so, keine große, sondern eine kleine Lücke. Und ich muss ja auch den Gegenpart auch genau erwischen, ne? Die Schraubzwinge habe ich jetzt abgelassen, die würde das doch zu dolle zur Seite ziehen. Deshalb, ich suche dann nur noch eine passende Schraube dafür raus und dann wird es nochmal gegengezogen. Jetzt lasse ich das erstmal so trocknen und ja, aber dass so viele Halter hier abgerissen sind, also das ist schon echt ein trauriges Spiel damit. Was ich jetzt nochmal mache, ich werde jetzt nochmal eine Mischung anmischen und zwar für hier, dass ich diesen Halter dann eben nach oben hin versuche noch ein bisschen zu stabilisieren, in der Hoffnung, dass das Ganze dann auch ein bisschen besser hält. Das lasse ich jetzt einfach erstmal durchtrocknen und ja, dann suche ich wie gesagt eine Schraube raus, die von der anderen Seite gegenkommt. Mal schauen, was ich hier noch aus den Tuben rausbekomme. Ich bin zwar der Meinung, das wird auch nicht großartig oder lange halten, aber man gibt sich erstmal Mühe, dass man vielleicht ja doch das Glück hat und dass es funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass diese Teile schnellstmöglich oder schneller wieder abbrechen, als man überhaupt gucken kann, ne? Aber das muss man ausprobieren und ja, ich bin nun mal ein Pruckler und versuche das Beste draus zu machen. Gut, jetzt sind auch meine Tuben normalerweise leer, aber wie gesagt, ich habe noch welche. Ich glaube, da ist sogar mehr drin als in denen, obwohl die hier habe ich schon jahrelang, also wirklich jahrelang. Und ist gar nicht so schlecht, das Zeug, ne? Gut, jetzt versuche ich oder werde ich das hier oben mal noch mal ein bisschen fixieren. Probieren geht über Studieren und ich zeige euch das, wenn ich dann damit fertig bin. Nicht schön oder wie man so schön sagt, selten aber schön. Oder schön. Aber oder selten, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt so gemacht, dass man, ja, oder in der Hoffnung, dass ich so ein bisschen mehr Halt reinbekomme, ne? Ja, und hier, genau da habe ich von der anderen Seite jetzt doch eine andere Schraube genommen und habe die erstmal reingedreht und ja, richtig angezogen. Diese Schraube muss dann aber wieder raus. Ne? Die ist auf jeden Fall zu lang gerade. Diese Verkleidung raubt einen ganz schön Zeit. Und dann ist die Frage, hält auch alles? Das ist die nächste Frage. Ne? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es zumindest so, wie ich es bis jetzt machen konnte. Aber hier
muss ich mir auch was mit dem Blinker noch einfallen lassen. Die Halterung sitzt schon mal, in der Hoffnung, dass sie auch da bleibt, wo sie jetzt ist. Ja, ansonsten, das zieht sich echt ganz schön gerade. Aber ihr seht, ich bin an diesem Roller und wechsle immer hin und her. Das aber auch für draußen, für die Öffentlichkeit was entsteht und für euch Mitglieder natürlich. Das ist mir sehr wichtig, dass für beide Seiten, für beide Parteien, sage ich mal, die Waage einigermaßen bleibt. Und von daher mache ich mir diese ganze Mühe damit. Dieses Teil muss auch noch dran. Ich sag ja, diese Verkleidung nimmt kein Ende. Der Roller könnte schon auf der Straße sein, wenn das mit dieser Verkleidung nicht so extrem wäre. Ne? Aber na gut, jetzt muss ich auch dadurch. Was soll ich noch sagen? Wir sehen uns im nächsten Video und dann heißt es mit der Schweißpistole das Kunststoff schweißen. Ich wünsche euch noch einen schönen Anfang der Woche, das heißt einen schönen Montag. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Peter.